zusammen, wir machen heute süße Tacos. Und zwar, die sind auch super einfach zu machen. Und zwar, wir haben jetzt einmal hier so Wraps, die sind ausgestochen. Also ich habe hier jetzt so, die man einfach kaufen kann. Die sind ja immer so rund. Da habe ich jetzt einfach mal 8 Stück ausgestochen. Die Reste sollen natürlich nicht weggeschmissen werden. Die kann man dann entweder einfach so mit in den Ofen legen, als süße Variante, oder man pinselt sie mit Butter ein, gibt ein bisschen Salz oder vielleicht auch noch irgendein Kräuter drauf und knabbert es dann einfach zum Salat. Genau, und ich habe mir jetzt einfach mal, ich weiß nicht, ob ich alle brauche, 8 ausgestochen. Die Form hat jetzt nichts zu bedeuten. Ich habe mir einfach nur was genommen, was ich da hatte, weil wir brauchen ja irgendwas, was natürlich auch spitz ist zum Ausstechen, denn das ist ja jetzt nicht so ein einfacher Teig, der, also mit einem normalen Glas wird es wahrscheinlich nicht gehen. Wir brauchen halt schon eine richtige Ausstechform. Da habe ich einfach das genommen, was ich da hatte. So, was wir jetzt machen, ist einfach. Ich habe mir jetzt einfach ein bisschen Butter geschmolzen. Das habe ich auch nicht irgendwie abgemessen. Einfach ein bisschen, dass wir die Teile einpinseln können. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite. Und dann wälzen wir das gerade mal in Zimt und Zucker. Das habe ich auch nicht abgemessen. Einfach halt, dass man halt eine Menge hat, die ausreicht. Und dann klemme ich mir das jetzt einfach hier, also ihr seht ja, das ist eine Muffinform, klemme ich mir das einfach so dazwischen, dass das dann auch hält. Das mache ich jetzt hier mit den anderen genauso. Den Backofen habe ich jetzt schon mal auf 180 Grad Ober- und Unterhitze eingestellt zum Vorheizen. Und dann haben wir auch schon unsere Tacos. Und das andere ist eh super schnell gemacht. Also von daher ist es wirklich ein super schnelles Rezept. Und es ist auch mal was anderes. So sieht das Ganze jetzt aus. Und wenn man natürlich mehr macht, kann man natürlich auch die Lücken noch füllen. Oder man macht es einfach in 2 Schüben. Und wie gesagt, so geht es jetzt erstmal ab in den Ofen. Was wir für später noch brauchen, ist Sahne. Ich habe jetzt einfach mal hier so 100 ml Sahne in meinen Messbecher gegeben. Ihr könnt die Sahne natürlich süßen. Ich finde, eigentlich braucht Sahne keine extra Süße dran. Deswegen mache ich es ohne, aber das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Und das schlagen wir jetzt auf. Jetzt können wir weitermachen, beziehungsweise jetzt sind wir ja eh schon gleich wieder fertig. Also die Tacos, die waren jetzt 10 Minuten im Ofen. Die muss man dann so in der Form auskühlen lassen, weil die dann auch noch biegbar sind. Dann habe ich mir einfach schon mal so ein paar gehackte Mandeln, etwas in der Pfanne ohne Öl, etwas angebräunt, damit die einfach einen schöneren Geschmack haben. Die muss man aber nicht nehmen. Wenn man keine Mandeln mag oder so, lässt man das einfach weg. Dann habe ich hier einen Apfel, einfach klein geschnitten, etwas Zitrone drüber gegeben, damit er nicht gleich wieder so schnell braun wird. Und hier habe ich jetzt 30 Gramm Zucker mit so einem halben Teelöffel Zimt. Und das geht jetzt ab in die Pfanne. Also die gehackten Mandeln, die kommen erst später drauf, aber die Äpfel mit dem Zucker und dem Zimt, das geht jetzt ab in die Pfanne. Ach nee, was ich vergessen habe, ich habe noch eine Prise Muskatnuss. Genau, die habe ich fast vergessen, weil die natürlich sehr ähnlich aussieht mit dem Zimt. Das ist noch dabei. Aber jetzt geht es, wie gesagt, auf zur Pfanne. So, die Pfanne ist noch heiß, weil ich da ja gerade die Mandeln drin hatte. Und was ich noch sagen wollte, sollte aus irgendeinem Grund die Äpfel dann mit dem Zucker und dem Zimt zu flüssig sein, weil der Apfel vielleicht zu viel Wasser lässt oder so, kann man natürlich auch ein bisschen Stärke dazugeben. Aber wenn ihr das machen müsstet, dann die Stärke einfach mit ein bisschen Wasser separat anrühren und dann dazugeben, dass es keine Klümpchen gibt. Aber wie gesagt, das würde ich nur in dem Falle machen, wenn es dann zu flüssig wäre. Ansonsten nicht. Und so lassen wir das jetzt einfach ein bisschen karamellisieren. So, jetzt können wir uns das Ganze eigentlich auch schon zusammenbauen. Was ich jetzt gemacht habe, ist nur, dass ich jetzt die Äpfel habe etwas abkühlen lassen, weil ich wollte jetzt auch gerade für das Foto nicht, man soll das ja auch erkennen, wenn dann die Sahne oben drauf ist, dass die dann gleich schmilzt. Deswegen habe ich das noch gemacht und ich habe die Äpfel einfach noch mal ein bisschen absieben lassen, weil da kam jetzt schon noch so, also war noch so 2-3 Esslöffel Flüssigkeit drin, denn die Teilchen, die sind ja jetzt hart und da wollte ich nicht, dass die gleich so durch
durchsapschen. Ich hätte die Äpfelstückchen noch ein bisschen kleiner machen können, aber jetzt sind sie halt so. Deswegen stopfen wir die jetzt so da rein und füllen das Ganze. Wollte ich eigentlich noch irgendwas sagen? Ich glaube nicht. Weil das hatte ich ja gesagt mit den, dass die, wenn die aus dem Ofen kommen, die Tacos, dass die dann noch weich sind. Das hatte ich ja gesagt, dass man die dann da auskühlen lassen soll. Nee, ich glaube, ich habe alles gesagt. So, jetzt habe ich mir mal separat 3 auf den Teller gegeben. Ich habe mir die Sahne gerade in eine Spritzhülle oder einen Spritzbeutel reingemacht. Mit einer Spritzhülle besser gesagt. Oh, da kommt es schon vorne raus. Und dann geben wir einfach etwas Sahne drauf. Man kann natürlich auch Eis dazu nehmen. Und dann haben wir hier noch unsere gehackten Mandeln. Jetzt habe ich schnell noch ein Foto gemacht für das Video. Und jetzt probiere ich das Ganze mal, weil ich ja auch nicht weiß, wie das schmeckt. Mmh. Oh ja. Mmh. Ah, das schmeckt so lecker, weil im Vergleich zum Kuchen, vielleicht habt ihr es auch gehört, das ist ja richtig schön knusprig. Und dann die Äpfel, die frischen und die weichen, weil die jetzt weich gekocht sind. Oh, das schmeckt richtig gut. Das müsst ihr, wenn ihr die Zutaten, die dabei sind, mögt, müsst ihr das wirklich nachmachen. Das schmeckt super gut und ihr habt ja gesehen, wie schnell das zu machen ist. Deswegen kann ich nur sagen, macht's nach, lasst es euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!